Was dürfen wir Bürger noch sagen? Am besten gar nichts und schon gar nicht gegen unsere Regierungen. Und das gilt für Deutschland, das gilt für Österreich, aber auch für die Schweiz. Und damit herzlich willkommen beim KIMI-Report, der Geschichte hinter der Geschichte. Namaste, Namaste. An diesem Mittwoch, den 17. August 2022, wir haben auch eine Geschichte auf dem kleinen Kanal von uns, auf dem zweiten Kanal, und zwar über Karl dem Ersten Lauterbach, seine C19 Scharia oder auch The German Angst. Also auch dort mal reingucken. Und bei beiden, das gilt für die Schwarzseher, die noch kein Abo haben, kostenlos selbstverständlich, bitte ein Abo hinterlassen und am liebsten auch ein Daumen hoch, das bringt uns alle zusammen in mehr Reichweite. Ja, wer jetzt wieder sagt, dieser KIMI in der Schweiz ist doch alles normal und offen. Ja, das sind die Menschen, die sich einfach gar nicht mehr informieren, die sagen, ich genieße den Sommer. Das ist völlig klar, da kritisieren wir gar niemanden. Wir empfehlen das dringend, diese Tage zu kritisieren. Hört auf, dauernd zu lamentieren, dass das Wetter zu schön oder zu warm ist. Es werden andere Tage kommen. Genießt einfach mal. Und wenn das Ganze ein bisschen brauner ist, na ja, also wie gesagt, andere Länder, andere Sitten, aber wir haben es schon an anderen Orten 3 Jahre lang praktisch ohne Wasser ausgehalten und sogar die Viehbestände haben überlebt. Ja, man sieht ja, wie komme ich darauf zu sagen, in der Schweiz wird man auch mundtot gemacht. Wer irgendetwas Proaktives tut, sei es ein Buch zu schreiben, nicht mal gegen die Regierung, sondern gegen das Staatsfernsehen. Wer sagt, ich will mich vielleicht ein bisschen nahrungstechnisch unabhängiger machen oder gesundheitsversorgungstechnisch unabhängiger machen oder ich versuche mal die bestehenden Schulmodelle, wo sich die Pädagogen ja auch völlig uneins sind, zu hinterfragen, der wird Mainstream-medial an den Pranger gestellt. Ob das Martin Hasler ist, ob das Priska Würgler von Graswurzle ist, ob das die Uhrig-Leute sind, ob das die Terra-Leute sind, die Mainstream-Medien zuvorderst, der Tamedia-Konzern, die sind dahinter, aber auch Instrumente wie die reformierte Kirche mit ihrem Panikplattform relinfo.ch, aber auch Watson. Und das ist einfach ungut. Und wir werden morgen eine Geschichte haben über Hexenverbrennung in der Schweiz, medial zumindest, über die Neubezeichnung von Wutbürgerinnen, die einfach versuchen, in einer Nachbarschafts-Community regional Hilfe etwas Gutes zu tun, um eben große Abhängigkeiten zu verringern. Da werden wir morgen ein Video machen mit dem Titel Die neue Anna Göldi. Freut euch darauf, wird auf dem Ersten zu sehen sein. Ja, vor dem Wutwinter, das ist jetzt ein Bericht eher aus Österreich, bitte nicht demonstrieren, von Thomas Eusmüller. Politik und Medien versuchen, die Bevölkerung aktuell einzuschüchtern. Kritik am Krieg und der kommenden Verelendung soll erstickt werden. Es ist keine leichte Operation, die von der Politik aktuell unternommen werden muss. Während man die Bevölkerung in Österreich und Deutschland, etwas weniger in der Schweiz, auf Energiemangel, Verarmung und Deindustrialisierung einstimmt, fordert man weiterhin volle Solidarität mit der Ukraine und damit die weitere Eskalation gegen Russland. Im ORF-Sommergespräch am Montag bekräftigte Vizekanzler Werner Kogler, dass man die Ukraine bei diesem bestialischen, Zitat, bestialischen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in ihrer Situation nicht alleine lassen dürfte. Vor, Zitat, einfachen Antworten warnt er, sogar beim Frieden gäbe es keine einfachen Lösungen. Interessantes Statement, finde ich.
Die EU-Politik hat offensichtlich kein Interesse, die begonnene Eskalation mit Russland zu beenden, nicht mal zu beruhigen. Kogler, jahrelang gegen jeglichen österreichischen Patriotismus aufgetreten, würde mittlerweile das Land sogar mit der Waffe verteidigen. Nun gut, er war Zivildiener, hat keine Ahnung von einer Waffe und ist wohl nicht mehr im wehrfähigen Alter. Dass der Konflikt mit Russland für Österreich und Deutschland besonders schmerzhaft ist und noch viel mehr werden dürfte, zeigt auch die politische Kampagne gegen mögliche Regierungskritiker. Das war mein initiales Statement, liebe Freunde. Schon jetzt wird versucht, eine soziale Bewegung im Keim zu ersticken. Voilà. Also auch in der Schweiz, wie ihr morgen noch viel mehr sehen werdet. Julian Reichelt, bestens bekannt, Ex-Bild-Chefredaktor, fasste es kürzlich so zusammen. Was sich aber derzeit abspielt, ist eine gezielte Einschüchterungskampagne gegen die Bevölkerung, um mögliche Regierungskritiker von vornherein zu kritisieren. Angeführt von Nancy Faeser, Innenministerin, versuchen Bundesregierung, Verfassungsschutz, Inlandsgeheimdienst und öffentlich-rechtliche Medien in engster Abstimmung offenbar Menschen davon abzuschrecken, ihre Meinung zu sagen. Das ist der ehemalige Chefredaktor eines extremen Mainstream-Mediums, Julian Reichelt von Ex-Bild. Gemeinsames Motto: Demonstranten, denen etwas am Land liegt, die bleiben am besten zu Hause. Im bayerischen Rundfunk BR hieß es vor einigen Tagen: Wer politisch etwas verändern und sachliche Kritik üben will, geht nicht auf die Straße und wettert gegen den gesamten Staat. Kritik auf die Straße zu bringen, ist nicht einmal mehr besonders demokratisch, dürfte man da hören. Hat übrigens auch Rethonhause während der Pandemiezeiten gesagt, da könne man ja Leserbriefe schreiben, zum Beispiel. Ja, wie wenn die alle veröffentlicht würden. Ich bin da eh auf der schwarzen Liste von allen Mainstream-Medien, dass man keine Leserbriefe von mir mehr veröffentlicht soll. Ich mache diesen bestimmt die Freude, weiterhin Leserbriefe zu schreiben. Ja, ich habe ja völlig Zeit vorig. Eine Forderung wie etwa Nord Stream 2 zu öffnen, wodurch eine mögliche Gaskrise sofort abgewendet wäre, sofern Putin nicht selbst den Gashahn zudreht, was er nicht tun wird, gilt wohl mittlerweile als demokratiefeindlich und keine sachliche Forderung mehr. Wahrscheinlich wird sie dann Mitte Herbst auch noch rechtsradikal sein, diese Forderung. Und selbst wenn Nord Stream 2 geöffnet werden würde, die deutsche Regierung hat das in der Hand, würde das die Wirtschaftskrise nicht aufhalten. Doch eine drohende Deindustrialisierung, wie das im Morgenthau-Plan nach dem Zweiten Weltkrieg vorgesehen war, dass man Deutschland zu einem Agrar- und Bauernstaat umfunktioniert, diese Deindustrialisierung wäre vorher gestoppt. Den Grünen, ob in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz, kommt das aber möglicherweise gar nicht unrecht. Endlich wird man die fossile Energie los, zumindest jene aus Russland. Das Klima wird man zwar so nicht retten, da Russland es in andere Länder liefert und die genau weiter produzieren. Deutschland zuvorderst, Österreich ein wenig weniger, die Schweiz zurück ins Mittelalter, aber immerhin nicht mehr mit zwei, sondern mit 72 Geschlechtern. Das ist doch auch schon mal ein Fortschritt. Die Agenda der beiden linken Parteien, der Grünen und der Roten, trifft wohl genau das, was Marx und Engels Bourgeois-Sozialismus genannt haben. Die Stellen werden von den heutigen Linken oft übersehen und ebenso überlesen. Denn anders als man glaubt, war Marx kein Linker, sondern ging mit der damaligen Linken noch schärfer ins Gericht als mit der damaligen Rechten. So erinnert Rudolf Bauer am Dienstag bei Magma Magazin der Masse an einer Stelle bei Marx und an eine Stelle bei Marx und Engels. Zitat: Ein Teil der Bourgeoisie wünscht, den sozialen Missständen abzuhelfen, um den Bestand der bürgerlichen Gesellschaften zu sichern. Es gehören hierher Ökonomen, Philanthropen, Humanitäre, Verbesserer der Lage der arbeitenden Klassen, Wohltätigkeitsorganisierer, Abschaffer der Tierquälerei, Mäßigkeitsvereinsstifter, Winkelreformer der buntscheckigsten Art. Und auch zum ganzen System ist dieser Bourgeois-Sozialismus ausgearbeitet worden. Bauer interpretiert die Stelle so:
Wer denkt bei dieser Aufzählung beispielsweise nicht an das World Economic Forum und seinen Great Reset-Wortführer Klausi Schwab, an vermeintliche Philanthropen wie Bill Gates, an den Transhumanismus, an die Grünen und Fridays for Future, an die Tafeln und die vegane Bewegung, an Tierschützer, die Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die SPD, die Friedensbewegung und nicht zuletzt die Linke. Reform statt Revolution lautet die Devise einst. Schnell ist man wieder beim Redakteur des Bayerischen Rundfunks, der nur sachliche Kritik, was ist das schon, im demokratischen Rahmen sieht. Protest auf der Straße ist illegitim. Diese Linken nannten Marx und Engels übrigens schmutzig und entlarvend. Aus der Bourgeoisie wurde 170 Jahre später eben der Bobo. Die Führung der Sozialdemokraten und Grünen, ob Robert Habeck, Pamela Rendi-Wagner, eine österreichische Politikerin, darf man getrost als Bobo-Sozialisten bezeichnen. Am heutigen Dienstag stieg der Gaspreis in der EU wieder auf über, also das war gestern, wieder auf über 2500 US-Dollar für 1000 Kubikmeter. Diesen Höchstpreis erreichte das Gas zum ersten Mal seit Kriegsbeginn, also Ende Februar, Anfang März. Die österreichischen Sozialdemokraten, nachdem deren Chefin fast noch heftiger nach Zero-Covid trommelte als die Grünen und die Chinesen, wollen indes die Übergewinne der Energieversorger abschöpfen. Dass die Covid-Politik erst die Teuerung so richtig entfacht hat, will die Sozialdemokratie nicht hören. Die Übergewinne abzuschöpfen könnte vielleicht die soziale Krise einigermaßen beruhigen, Kriegswirtschaft und Verarmung aber wohl nicht stoppen. Vor allem dann nicht, wenn der Konflikt mit Russland weiter eskaliert. Einen Rückhalt in der Bevölkerung hat die Politik dann wohl kaum mehr. Die Frage ist, wie viel interessiert das die Politik noch, oder werden dann die Gesetze noch härter, die Einschränkungen noch mehr? Und ob wir dann von einer Demokratie noch sprechen können, ob wir überhaupt jetzt noch von einer Demokratie im Sinne des Volkes und des Volkes Stimme reden können, sei selbst jedem von euch überlassen zu beurteilen. Vielleicht bekommt ihr noch ein besseres Bild nach dem morgigen Video, die neue Anna Göldi, wo auch in der Schweiz schon erschreckende Dinge aufgedeckt werden. Sagt's weiter und bleibt uns gewogen. In diesem Sinne einen wunderschönen Mittwoch. Denkt dran, bald geht's los mit den Referatstournee und im September mit den Kabarets. Es gibt überall Tickets, wenn auch an gewissen Orten nur noch 5% der Bestände, wie zum Beispiel in den beiden Oberwils, Oberwil BL und Oberwil Lieli, wo wir sogar darüber nachdenken, noch eine zweite Veranstaltung zu machen. www.megaschweizer-mit-2i.ch. Wir würden uns freuen, euch auch mal live kennenzulernen, wie ich auch viele Leute beim Aletheia-Fest letzten Samstag persönlich kennenlernen durfte. Amandla Avetu, alle Macht uns, dem Souverän. Macht's gut, sali zusammen.